So, hi Leute, da bin ich wieder. Let's Play Gothic 2, die Nacht des Raben mit der Mod die Rückkehr. Und jetzt kommen schon wieder Leute auf uns zu. Ja, gesagt, Untote. Oh, sind gar nicht mal so schwach. Aber die sind stärker. So, gerade nochmal um mit der Sache mit dem Auge des Zorns. Ich habe da natürlich gleich nachgeschaut, das hat mich nicht in Ruhe gelassen. Natürlich ist das ein alter Hut mit dem Auge des Zorns. Das war damals im Tal der Schatten. Haben wir das gebraucht. Das hat da irgendwas damit zu tun gehabt. Da waren wir in dieser Feuerprüfungshöhle, war das, glaube ich. Da war dann so ein Buchständer mit dem Auge des Zorns. Ja, das muss man doch machen. Und dann erscheint der Drache, der schwarze Drache. Ascalor heißt er, glaube ich. Ja, ich habe das einfach nicht mehr gewusst. Tut mir leid. Aber ich denke mal, das ist nicht so tragisch jetzt. Ich meine, kann ja mal vorkommen. So, ich habe auch noch ein bisschen von den Butlerfleisch gegessen. Hatte ich ja, glaube ich, 80 Stück vor, jetzt nur noch 50. Jetzt esse ich ja zwischendurch mal wieder was. Wir dürfen jetzt aus dem noch genau einmal 5 Schutz vor Magie rausbekommen, aber das war's dann. Ja, wieder 200 Lernpunkte, war ja klar. Und steigen tun wir wohl auch demnächst wieder. Das heißt, läuft eigentlich, ja. Soweit. Dazu. Okay, jetzt kommen wir zu einer meiner Hassstellen eigentlich in Gothic und da gibt es eigentlich nur sehr wenige. Und das ist dieses Konstrukt hier, diese ganze, ja, es nervt einfach. Ich weiß noch, ich glaube beim einer der ersten Male, wo ich das durchgespielt habe, ja, man stellt sich halt hin, B Marvin B, K, B, 42 B, fertig. Damit ist diese ganze Geschichte fertig. Mal gucken, ob wir das in diesen 30 Minuten schaffen werden. Bin mal echt gespannt. Ohne den richtigen Schlüssel. Für alle, die hier noch ernsthafte Probleme haben damit, ich habe da so eine Taktik. Und zwar, wir kommen ja hier raus. Das sollte man immer als Referenzpunkt behalten. Also eigentlich gegenüber von dieser Tür. So, fangt am besten entweder links oder rechts an, aber macht es nicht durcheinander. Ich fange immer links an, gehe gleich den ersten Gang runter. Kann man eigentlich nichts falsch machen. Ja, so, dann erstmal hier die Orks wegmachen, die hier kommen. Na, wenn es denn mal klappt. So. Und die Musik ist schon wieder weg. Naja, spiele ich halt wieder den Alleinunterhalter hier. Da ist nichts zu holen. So, hier kann man noch schöne Schwerter einsammeln, die aber kein Mensch mehr braucht. Mehr gibt es hier eigentlich nicht einzusammeln. Oh, ein Sturmbringer. Also das sind jetzt die ganz harten Knüppel, die man hier findet. So, jetzt taucht hier der Schlüsselmeister auf. Glaube ich zumindest. Genau. Der spricht uns natürlich an, das hätte ich verhindern können, aber machen wir das halt mal. Du bist gekommen, um mich und mein Berg herauszufordern. Du wirst versagen. Es ist noch niemandem gelungen, meine Tochter zu überwinden. Kehr um, denn auch du wirst die heiligen Herren von Irduat niemals erreichen. Das wollen wir doch mal sehen. Ah, okay. Das war der Schlüsselwächter. Er hat einen Schlüssel. Schlüssel des Schlüsselmeisters. Heißt zwar Schlüsselwächter, aber es ist der Schlüssel des Schlüsselmeisters. Naja, mit dieser Logik muss man einfach klarkommen. Okay, jetzt haben wir den Schlüssel. Dieser Schlüssel passt zu diesen Türen hier. Einmal hier, diese Tür und einmal diese Tür. Da wir jetzt auf der linken Seite angefangen haben, machen wir auf der linken Seite auch gleich weiter. Wir beseitigen erstmal diesen Ritter, der nur in die Rückkehr hier ist. Also in die Nacht des Raben ist hier kein Gegner drin. So. Dann ist es jetzt eigentlich egal, welchen von den zwei Hebeln ihr als erstes zieht. Ihr solltet euch, glaube ich, nur merken, welcher das ist. Also, da ich links angefangen habe, mache ich jetzt auch hier wieder den linken Hebel und dann erst den rechten. So, dann rattert hier das ganze, die ganze Mechanik durch. Jetzt geht eine Tür auf. Anhand von dieser kleinen Sequenz können wir gleich sehen, dass es nicht die Tür hier unten gewesen ist, weil dann würde der Schlüsselwächter da liegen. Deswegen muss es die Tür gewesen sein. Eigentlich ganz simpel, oder? Natürlich ist das nicht schlimm, wenn man zuerst unten reinläuft und dann feststellt, oh, ich bin da falsch. Kehrt man halt einfach rum und geht wieder hoch. Also kein Thema. Ja, das Ding ist eigentlich auch nicht wirklich die Härte. Nur damals, ich meine, oh, ich will gar nicht wissen, wie alt ich damals war, wo ich das gespielt habe, das erste Mal. Ich glaube, oh, ich müsste jetzt echt lügen.
15 oder 16, also ja. Könnt euch ja mal ausrechnen, wie alt ich jetzt bin. Für alle, die es unbedingt interessiert, wie alt ich bin. Ach ja, was natürlich noch anzufügen ist, ich habe das Spiel gespielt, als es rauskam, ja. So, viel Spaß beim Rechnen. Okay, ja, die Goblins. Und natürlich, was noch ganz witzig ist, sind diese scheiß Schalter-Rätsel, nenne ich sie mal nicht. Es sind einfach nur Schalter. Die verfolgen eigentlich auch ein ziemlich simples Prinzip, wenn man mit dem ganzen Goblin-Krampf hier mal fertig wird. So, die raube ich jetzt einfach nicht mehr aus. So, wir haben hier einen Schalter in der Mitte. Hier sind auch noch Schalter. Ich glaube, hier war es so. Und dann gleich mal umgekehrt. Also erst den rechten und dann den linken. Ich kann mich aber auch täuschen. Ich habe das jetzt schon so lange nicht mehr gemacht. Zur Not probiert man halt alle Variationen mal durch. Und das war sogar richtig. Also merken, bei den Goblins drückt ihr erst den mittleren Schalter, dann den rechten und dann den linken. Das ist umgekehrt. Also umgekehrt nach meiner Logik, weil ich mache mal alles immer gern von links zuerst. Weil ich da einfach genau weiß, dass ich immer dasselbe System benutze. Immer erst links, dann rechts. Ich fange auch immer Truhen öffnen erst mit links an. Ich weiß auch nicht, warum, das ist einfach so. Immer erst links. Auch wenn ich genau weiß, okay, die Truhe geht, fängt bestimmt mit rechts an. Es ist einfach so... Ich bin einfach so... Ja, beim Gothic-Spielen bin ich irgendwie links orientiert. Ich weiß auch nicht. Also ich muss alles immer auf die linke Art machen. Okay, das klingt jetzt ziemlich politisch. Sollte jetzt eigentlich gar nicht so klingen, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine, ja. Immer erstmal den linken Weg, bevor man den rechten Weg ausprobiert. Okay, jetzt haben wir hier einen von den Schaltern offen. Jetzt gehen wir wieder in diesen Schalterraum. Und jetzt will ich mal kurz was testen. Das habe ich auch noch nie so wirklich gemacht. Was ist, wenn ich jetzt einfach nochmal den linken Schalter betätige und dann den rechten? Ich meine, es könnte egal sein. Ja, okay, es ist wirklich egal. Also ihr braucht da nicht drauf achten, welchen Schalter ihr zuerst umlegt. Ihr könnt auch zweimal dieselbe Reihenfolge benutzen. Das, ja, habe ich jetzt auch noch nicht so beobachtet. Ich habe es halt immer umgekehrt gemacht. Rein der Logik halber sollte es ja eigentlich so sein. Na, was ist denn mit dir los, du bekehrter Paladin? So, und die restlichen Kombinationen, wenn es mehrere Schalter gibt, sind immer Mitte, links, rechts. Also da gibt es jetzt keinen anderen mehr. Das ist nur bei den Goblins umgekehrt. So, wir laufen hier fröhlich, legen den Schalter um. Gucken uns wieder diese ellenlange Sequenz an hier, die eigentlich die meiste Zeit raubt an der ganzen Geschichte. Also, das muss ich schon mal sagen. So, jetzt kriegen wir es hier natürlich wieder mit ein paar Gegner zu tun. Wow, was ist das? Okay. Ja. Das ist natürlich, wenn man zu nah an so Objekten steht, ist die Kamera halt scheiße positioniert. Dann zuckt die ab und zu so ein bisschen weg. Ach, wozu sammle ich die Gegner eigentlich noch auf? Ist doch egal. So, dann haben wir jetzt diese Seite nämlich komplett gelöst. Das könnt ihr euch gleich angucken. Nochmal. So, die Seite ist fertig. Jetzt machen wir uns an die genau andere Seite. Jetzt wird da wahrscheinlich so ein bekehrter Paladin-Typ drin. Ja, dann schaffe ich wieder nicht mit einem Schlag, sondern mit zwei. Brauche ich sogar drei dafür. So, linker Hebel wieder zuerst bei mir. Rechter. So, jetzt können wir natürlich nicht mehr so einfach feststellen, welcher das ist, aber ich schätze mal einfach, dass es dieser Gang hier war. Schattenläufer? Nee, doch nicht. In irgendeinem ist hier auch so ein untoter Schattenläufer wieder drin. Kann auch sein, dass sie den ausgetauscht haben mit diesem Paladin hier. Nichts zu holen. So, hier liegt wieder allerlei Krampf rum. Unter anderem eine Monsterschrumpfenspruchrolle. Okay. Ich habe mich getäuscht. Kann auch sein, dass das random ist. Ich weiß es nicht. Bin mir jetzt nicht sicher, ob wirklich zuerst mit der Kombination immer die Tür hier aufgeht. Nichts zu plündern. Okay, irgendwie habe ich mich jetzt geirrt.
Da müssen wir, glaube ich, rein. Da waren wir noch nicht. Oder? Ja. So, es ist ein bisschen verwirrend ab und zu, das gebe ich zu. Aber wir brauchen jetzt hier nicht länger als 15 Minuten, glaube ich. Das ist schon sehr schnell eigentlich. Wenn ich mal bedenke, wie ich damals rumgerätselt habe, wie ich da durchkomme. Aber da gibt es bestimmt wieder etliche Tutorials im Internet, wo man sich das alles angucken kann. Also es sollte eigentlich kein Problem sein, dieses Schalterrätsel zu lösen. So, hier haben wir jetzt wieder einmal drei Möglichkeiten mit den Schaltern. Also Mitte und dann entweder links, rechts oder rechts, links. Es ist aber hier auch wieder links, rechts. Ah, das sollte man eigentlich nicht machen. Da kann es nämlich, wenn man zu früh auf diese Plattform geht, wenn sie sich noch bewegt, kann sein, dass man hängen bleibt und dann unten, ja, unten reinkommt in die ganze Geschichte. Das sollte man also nicht machen. So, was kriegt man jetzt? Wird er ein Skelettmagier vielleicht mal wieder? Nö, bekehrter Paladin. Oh, der stand wohl so ein bisschen verkehrt rum. Da ist nichts zu holen. Oh, das wäre natürlich legendär, wenn wir jetzt beim Drachen noch steigen später. Das könnte sogar ziemlich genau hinkommen. Nichts zu holen. Weil viel kommt nicht mehr und ich hoffe, dass der Drache, der untote Drache, ordentlich was abwirft. So, die Frage ist natürlich nur, mit was besiegen wir den untoten Drachen? Ich hätte da schon so eine dezente Idee und zwar, warum nehmen wir nicht einfach das Kreuz der Elemente? Denn dafür ist es ja eigentlich da. Gut, eigentlich sollte man damit Senjak töten. Aber der war ja zu unseren Zeiten auch kein Problem mehr. Den haben wir ja mit... Ich weiß gar nicht, wir haben ihn, glaube ich, geschrumpft damals. Wir haben ihn auf Jaken da gerufen. Da nahe der Wassermagier. Ich weiß das noch. Das war auch schon ewig her, Leute. Also, könnten wir wieder Geschichten erzählen. Und ich muss auch nochmal sagen, also es freut mich wirklich total, dass ihr wirklich alle so zuschaut auch. Und das und so viele Kommentare postet. Ab und zu komme ich auch mit Beantworten gar nicht mehr hinterher. Deswegen, wenn ich mal einen Kommentar vergesse, zu rekommentieren, dann bitte nicht sauer sein. Es kommen wirklich sehr viele Kommentare rein, auch zu den älteren Videos teilweise noch. Ich muss sagen, einfach spitze. Ich habe auch so fast die 200 Abonnentenmarke geknackt. Es schwankt gerade so zwischen 189 und 90 rum. Ab und zu verschwindet mal wieder ein Abonnent oder es kommen mal wieder zwei hinzu. Und das alles eigentlich nur wegen Gothic, finde ich eigentlich sehr gut. Wobei man immer wieder dazu sagen muss, das Spiel ist schon so uralt eigentlich. Das guckt sich doch eigentlich heute keiner mehr an. Und ich bin ja so ein unbekanntes Licht im weiten YouTube-Himmel. Da freut mich das wirklich ungemein, dass ich schon so viele Abonnenten jetzt habe. Ja, und der eine oder andere wird sich vielleicht sogar fragen, ja, was passiert denn, wenn wir jetzt das durchhaben? Und was passiert, wenn du jetzt Gothic 1 durchgespielt hast? Was machst du dann? Du hast doch so ein Minecraft-Projekt. Ja, interessiert, aber ich glaube, dass die meisten Abonnenten wirklich wegen Gothic hier sind, weil Minecraft kam ja erst sehr viel später, wo ich gespielt angefangen habe, so ein bisschen Technik-Mods zu Let's Playen. Ja, also ich glaube wirklich nicht, dass ich eventuell danach nochmal ein Gothic Let's Play mache. Also ich werde mir Gothic 3 wahrscheinlich nicht antun. Das habe ich jetzt auch nur so... Ich habe mal die ganzen Mods drauf gemacht und es etwas so sporadisch gespielt, aber jetzt so großartig werde ich das wohl nicht anfangen. Für alle, die ich hier jetzt ein bisschen enttäuscht habe an dieser Stelle, obwohl ich es damals, glaube ich, mal mehr oder weniger versprochen habe, ja, ich werde es irgendwann mal Let's Playen. Ja, es ist halt so... So ist das halt, es tut mir leid. Ich habe halt auch nicht so wirklich viel Zeit. Ursprünglich wollte ich ja dieses Projekt auch gar nicht so wirklich spielen. Ich habe mir gedacht, es gibt einfach keine deutschen Videos über die Rückkehr, weil das einfach so noch nicht übersetzt war. Und es ist halt auch wirklich sehr viel Mühe, das zu machen. Und... ja, ich habe mich einfach dazu berufen gefühlt, dann das einfach mal auf Deutsch zu Let's Playen, das Ganze mal ein bisschen zu erklären. Für die Leute, die vielleicht nicht so gut Englisch können oder sich das englische und russische Zeug einfach nicht antun wollen. Ja, und jetzt sind wir schon fast am Ende. Wir haben jetzt, ich glaube, wir hatten erst im August, hatten wir
ein Jahr Jubiläum. Sage ich mal einfach so. Und ja, wir haben es jetzt nach einem Jahr eigentlich fast durch, muss man sagen. Wobei ja natürlich jetzt, wir sind natürlich noch nicht fertig jetzt. Das hört sich jetzt so ein bisschen wie Abschied an hier. Natürlich sind wir noch nicht fertig, aber es geht wirklich eigentlich schon stark dem Ende zu, kann man sagen. Und ja, es hat mich... Ach, ich höre jetzt auf mit dieser ganzen Abschiedsscheiße. Das ist ja schlimm. Wir sind noch lange nicht am Ende. Wir werden jetzt erstmal gucken, dass wir diese Tür hier aufkriegen. Das ist mit K natürlich einfach getan, aber so ist das natürlich ein bisschen schwieriger. So! So, letzter Schalter hier. Dann kommt der große Schalter nochmal. Ah ja. So, jetzt speichern wir das Ganze nochmal schnell ab. So. Jetzt geht die Hütte endlich auf hier. Jetzt müssen wir nochmal so einen Unterhändler wegräumen und dann nehmen wir uns den untoten Drachen vor. So, immer schön in den Ecken gucken, ob wir da noch irgendwas finden. Oh. Ja, was ist denn jetzt? Jetzt kann ich nicht mal mehr gegen so einen Paladin hier kämpfen. Wie sieht es eigentlich in unserem Inventar schon wieder aus? Wirklich übel wahrscheinlich. Edle Schwerter. Ja, irgendwelche komischen Namen hier. Uriziel. So. Jetzt mal gucken, wie es hier läuft. Da ist der Schwarzmagier auch schon da hinten. Ich hoffe, dass ich den jetzt nicht aus seinem Traum weck. Oh, wow, oh, das könnte ja auch gefährlich enden, wenn man da nicht schnell genug die Suchende wegmacht. Also man sollte sich da nicht so lange damit aufhalten. Das ist aber ein so ein Aspekt, der wurde in 1.1 ein bisschen entschärft. Also die casten hier wirklich nicht mehr am Stück. Das ist nicht mehr so schlimm. So, wer wollte noch was von mir? Ach, dann rauben wir erstmal diese ganzen da ist nichts zu. Leichen hier aus. Nichts zu. Oh, da war noch einer. Kommt noch einer von hinten? Oh, da geht's auch schon los hier. Müssen wir mal langsam anfangen, diese ganzen Skelette hier wegzuräumen. Nimmt das noch ein bisschen überhand hier. Okay, der castet ja auch schon wie blöde da hinten. Nichts zu plündern. Nichts zu holen. Ja, ja, dann halt nicht. Hey, du! Jetzt hätte ich beinahe einen Kraftausdruck verwendet. Was macht denn der da? Ja, komm, dann... Der hört echt nicht mehr auf. Dann halt auf die harte Tour, würde ich sagen. Oh. Ja, jetzt haben wir natürlich den Schwarzmagier auf den Plan gerufen. Ich hätte gerne mit ihm geredet. Das ist natürlich jetzt schlecht gelaufen. Das will ich eigentlich so nicht machen. Ja, das laden wir nochmal. Das will ich nicht machen. Nein, das sehe ich gerade nicht ein. Pass mal auf, Freundchen. Jetzt holen wir jetzt erstmal die ganzen Skelette hierher. Ich hoffe, dass der wirklich jetzt nicht... Es steht auch absolut beschissen, der Suchende hier. Also das Blocken nervt ungeheim von diesen Skeletten. Und die Musik ist schon wieder einmal weg. Wie herrlich. So, gucken wir erstmal die Räumlichkeiten durch. Hier sehen wir eine Folterkammer. Und hier sehen wir wahrscheinlich noch eine Folterkammer.
So, hier gibt es auch ein bisschen was zum Lesen. Es war unser Herr, der sie strafte. Er gab ihnen Macht, um sein Paradies zu erschaffen. Sie jedoch lehnten ab oder es fehlte ihnen an Geschick. Warum es geschah, wird für immer ungeklärt bleiben. Doch eines ist klar, sie wurden für ihre Fehler bestraft. Ihre Zivilisation wurde vom Antlitz der Erde getilgt, damit unsere entstehen konnte. Und jetzt soll sie den Weg für unseren Herrn, den Gott der Finsternis, freimachen. In seinem Streben, das Beabsichtigte zu verwirklichen. Ja, interessant. So, wir haben hier eine Reihe Tränke. Hier müsste auch der ein oder andere permanente Trank noch da sein. Fragt sich nur, wo. So, das war der Kessel. Hier haben wir noch einen Alchemietisch. Mann, das ist immer so still ohne Musik. Ich bin der, dessen Reich die Finsternis ist. Mein Tod ist mein Atem. Meine Füße stehen fest auf den Gräbern und das Erschaffen der Untoten nährt meine Kraft, mein Name, das ist die menschliche Angst. Ich bin der Fürst aller, die vom Schatten bedeckt sind und in der ganzen Größe der Nacht errichte ich die dunklen Grenzen der Zeit. Ja, schöne Poesie. Wir haben hier noch wieder ein Elixier der Stärke, das lag wohl hier irgendwo rum. 373 und wir können uns, glaube ich, sogar wieder einen machen, oder? Nein, wir haben keine Drachenwurzel. So, dann gehen wir mal auf die andere Seite rüber. Gucken, was wir hier noch so finden. Eine Buchkommode. Schon bald wird alles mit dem Atem unseres Herrn erhellt sein und all jene, die ihn ablehnten und verrieten werden, also okay, das haben wir schon mal irgendwo gelesen, glaube ich. Und hier liegt eine Feuerregenspruchrolle. Zwei Erunentische. Und ich glaube, wir haben noch irgendwo einen Suchenden vergessen. Das wird sich aber gleich regeln. So, das haben wir auch schon irgendwo im Sumpflager, glaube ich, gelesen. Ja, nur wo? Wo bist du denn? Bist du da drin vielleicht? Ha! Tatsache. Das ging ja echt schnell. So. Wieder eine Folterkammer. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Da ist die Truhe vom Schwarzmagier. Nichts zu holen. Den wir jetzt herausfordern werden. So, ihr solltet hier natürlich immer wieder darauf achten, dass ihr euer Mana nicht aufladet. Denn das ist danach futsch. Und ich glaube, er haut auch die Hälfte der Lebensenergie weg. Natürlich können wir das jetzt umgehen, indem wir einfach nicht mit ihm reden. Aber ich finde, das gehört einfach geschichtlich mit dazu. Ich meine, wir wollen ja auch wissen, was hier gerade Sache ist. Deswegen werden wir natürlich mit dem Schwarzmagier reden, auch wenn das uns sehr stark schadet. Okay. Tun wir es. Kann's kaum noch erwarten. Du schleimiger Wurm, wagst es also tatsächlich, bis vor die Tore des Meisters zu treten? Bist du hier der Drahtzieher? Ich bin der Wächter der Hallen von Irdorath, die mächtigste Quelle Belias Macht auf Erden. Durch meine Hände fließt die göttliche Kraft des Meisters. Nur ein Wort von mir und du wirst auf ewig dem Wahnsinn verfallen. Verstehe. Noch so ein Unterhändler, den ich aus dem Weg räumen muss. Ich finde diese Sprüche immer klasse. Wer ist dein Meister? Er ist ein Wanderer zwischen den Welten. Seine göttliche Weisheit erleuchtet uns. Er ist der Erwählte Belias, das Reich von den elenden Innos-Anhängern zu befreien. Er bringt allen den Tod, die an seiner Herrlichkeit zweifeln. Kommt mir bekannt vor. Was verbirgt sich dort hinter dem großen Tor? Die Gemächer meines Herrn bleiben unerreichbar für dich. Ich werde dir keine Gelegenheit geben, das Tor zu öffnen. Das werden wir noch sehen. Wie viel von eurer Sorte muss ich denn noch töten? Der unsrigen sind viele. Du hast ja keine Ahnung, wie zahlreich wir schon auf diese Zeit der Befreiung warten. Ein Strom von Klageschreien wird sich über das Land ergießen, wenn wir in die Welt hinausziehen. Um die Welt von den Barbaren, die sich selbst die Hüter des Feuers nennen, zu befreien. Unsere Zusammenkunft hier im Tempel wird nicht von großer Dauer sein. Ja. Das glaube ich nämlich auch nicht.
So, wir haben jetzt ein beklemmendes Gefühl. Alle unsere Mana verloren, die Hälfte der Lebensenergie ist weg. Das ist natürlich schon heftig. Ende, ja, Ende für ihn. So, tschüss. Erfahrung 5000. Wir sacken mal alles ein. Jetzt war ich natürlich zu schnell, jetzt habe ich gar nicht geschaut. Amulett Irdorath. Okay, das ist auf jeden Fall neu. Ich glaube nicht, dass es das schon gab. Wow. Okay. So, gehen wir erstmal in seine Truhe hin. Da ist nämlich jetzt das Auge der Macht drin. Ein bisschen Gold und allerlei Tränke und natürlich auch noch was zum Kippen abends. Wacholder. Selbst die Schwarzmagier brauchen anscheinend sowas. So, ich kann es auch gar nicht glauben, dass wir natürlich dann in der nächsten Folge den Drachen töten. Wow, wir sind echt schon weit gekommen. Okay, jetzt aber wieder hier Mana natürlich leer. Da werden wir erstmal hier uns wieder ein bisschen aufladen. Besten gleich zweimal, dass wir voll aufgeladen sind. Jetzt noch ein bisschen Blauflieder für die Ausdauer. So, und jetzt wollte ich mal gucken, was dieses Amulett von Irdorath macht. Das müssen wir einfach mal kurz testen. Wahrscheinlich... Okay, das war eigentlich zu erwarten. Warum muss eigentlich jedes Item, was irgendwie so besonders ist, einen sofort töten? Das ist eigentlich unfair. Naja, aber egal. Schwarzmagier hatte seinen Spaß und jetzt sind wir wieder dran. Okay, natürlich können wir an dem Drachen auch wieder allerlei ausprobieren, ob wir dann Angst machen oder Eiswelle oder Monster schrumpfen. Aber ich glaube, wir sind mit der Eiswelle wieder gut bedient. Das scheint gut zu funktionieren. Wir können ja sogar mal versuchen, es ohne das Kreuz der Elemente zu machen. Das ist diese Rune hier. Die macht natürlich einiges an Schaden, aber es wird nicht reichen, um den Drachen zu besiegen. Das kann ich euch gleich sagen, denn der Drache ist richtig mächtig. Aber jetzt gehen wir erstmal hier noch durch dieses Tor durch. Kadosh MM Kadar. Öffne dich. Ich glaube, der hatte doch irgendein Buch oder irgendwas dabei. Bin mir aber jetzt gerade gar nicht sicher. Boah. Naja, ist jetzt auch nicht so wichtig. Okay. Hier sind jetzt, glaube ich, keine Gegner mehr bis zum Drachen. Da oben ist er. Ich sehe ihn schon. Ich kann ihn riechen. Hier, meine Damen und Herren, ist der untote Drache. Der Endgegner im zweiten Teil in die Nacht des Raben, aber nicht in die Rückkehr. So viel sei gesagt. So, jetzt müssen wir uns noch ein bisschen hier vorbereiten. Und zwar füllen wir unser Mana erstmal komplett auf. Oh, jetzt hätte ich beinahe zweimal den falschen Trank zu mir genommen. Wir lassen den Einhänder, sind wir einfach schneller, das ist nun mal so. Ja, so machen wir das. Kreuz der Elemente werde ich noch kurz mit reinnehmen. Und dann werden wir das beim nächsten Mal ausgiebig testen. So viel aber jetzt dazu. Ich kann mir natürlich vorstellen, ihr werdet den nächsten Part auf jeden Fall anschauen. Da brauche ich jetzt nicht sagen, schaut bitte im nächsten Part auch mal vorbei.
Wenn ihr das nicht tut, verpasst ihr ein großes Ereignis. Und dann sage ich an dieser Stelle Tschüss und bis zum nächsten Mal.